Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure. Im letzten Part sind Sora und Joey den Barkmon entkommen. Und TK hat sich alleine auf den Weg gemacht und ist in der Stadt des ewigen Anfangs gelandet, wo er sich ein bisschen mit Elecmon rumgekeppelt hat, aber wurde alles geklärt. Und jetzt haben wir hier diese Stimme gehört und ich glaube, es dürfte Leomon sein. Ja. Welcher mal wieder drauf ist, die Kinder zu töten. Und schnell weg. Ein bisschen ungünstig gemacht hier in dem Falle, weil eigentlich... Na, ich weiß nicht, ob Leomon sie überhaupt gesehen hat am Anfang. Auf jeden Fall hat er sie dann verfolgt. So, und Okromon hat jetzt, glaube ich, damit gedroht, die kleinen Kinder anzugreifen, wenn TK sich nicht zeigt. Und sie wurden gefunden. お兄ちゃん。無事か。ああ。もうデジモンの子供たちも逃がしたぜ。何?さあ、どうする?オーガモン。ありがとうな、タイチ。お前の協力でタケルを見つけられた。 Das Teil versucht Leomon zu überzeugen, aber dann sind noch mehr. Also jetzt haben wir nur eins gesehen, ein schwarzes Zahnrad, aber normalerweise sind zig schwarze Zahnräder in ihn rein und er ist daraufhin gewachsen und zu einem riesigen schwarzen Leomon geworden. Nicht nur diesem kleinen. Oh cool, die geben mir aber noch die Chance hier ein bisschen was zu ändern. Das finde ich dann doch wiederum sehr nett. Oh, schön. Gut gewachsen, wirklich. So. Agumon. Du bekommst mal wieder hier alles. Alles Starke hier. Dein Skillpen ist aber auch, glaube ich, gestiegen, ne? So. Warte, da ist Amulett. Oh, Evasion Rate, okay. Ach, da sind die SP. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hat man doch den SP-Boost. Ich könnte es natürlich auch da hinstellen. Oder warte mal. Ja, ich brauche ja den Konter. Aber das lässt sich aber vielleicht trotzdem machen. Oder? Nee. Dann kriege ich den Konter nicht rein. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den Angriffsboost halt hier hinpacke, aber ist ja auch schon wieder Schwachsinn, dann verliere ich da oben wieder einen Punkt. Dann halt kein SP plus plus. Müssen wir das so ein bisschen schauen, dass wir das hinkriegen. So. Den Angriffsboost kriegen wir auch noch neu. Machen wir
Ach so, dann hat er wenigstens ein bisschen mehr SP. Genau. So, Gabumon. Du kriegst jetzt vor allem den Speed Boost. Dahin. Dahin. Dann kommst du. Die Break Attack. Ansonsten bekommst du halt auch nochmal einen SP-Boost. Ja, das ist leider die falsche Richtung. Ja. Dann kriegst du halt noch einen Def-Boost. So. Patamon. Muss ich jetzt mal schauen, was wir da machen. Wir geben dir auf jeden Fall mal das Mega-Heal. Und das Heal Plus. Den SP Boost 3 kannst du, glaube ich, auch ganz gut verwenden. Dann kriegst du noch einen HP Boost 3. Und einen Angriff Boost auch nochmal, warum nicht? Oder immer nochmal die Verteidigung hoch. Genau. Könnte wahrscheinlich ein bisschen besser sein, aber ich glaube, anders kann ich das gerade nicht. Doch, warte mal, ich habe eine Idee. Dich, dich und dich so anders machen. So, den HP Boost 3 stattdessen hier herstelle. Dann kriege ich nämlich noch ein bisschen mehr rein hier. So, wollen wir die Heilung. Das wollte ich nämlich noch. Okay, das kann ich da wahrscheinlich nicht reintun. Ah, was habe ich denn noch so? Smooth. Hier ist Stickiness. Poison Cure. Ist jetzt auch nicht so gut. Ich kann da noch einen Death Boost reinmachen. Ich könnte da noch einen SP Boost reinmachen. Und dann noch einen HP Boost. So, dann hätte ich nämlich alles drin. Na gut, so muss es irgendwie klappen. Kann ich eigentlich einfach zurückgehen? Ich kann! Das ist interessant. Man darf jetzt einfach nochmal trainieren, oder wie? Das ist eigentlich ziemlich nett. Ich kann jetzt einfach abhauen und mich hier wahrscheinlich noch mit ein paar Digimon kloppen. Weil hier gerade irgendwie keiner sind. Doch, da sind wieder welche. Gut. Aber was ich vor allem machen will, ist einfach mal speichern. Weil der Kampf könnte jetzt etwas schwierig werden. Und ich würde ihn aber gerne schaffen. Natürlich. Macht ja Sinn. So. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch den Growth vorher bekommen, weil wir könnten jetzt rein theoretisch wirklich gut trainieren hier. Ah, sehr schön. Ah, Agumon. Macht halt natürlich einfach mega viel Schaden. So, ein Patamon wird dann so ein bisschen unser Heiler. Dann passt das eigentlich auch alles. So. Aber wie gesagt, das ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Wir kämpfen jetzt gegen Leomon und schauen, wie es wird. Also los. Oh ja. Leomon. Digitation zu Garurumon. Und die ganze Zeit jetzt Break Attack. Ach du Schande. Super Konter. What the hell? Also er kontert nicht nur einfach, sondern er macht einen Super Konter. Ganz klasse. Das war anscheinend immer. Welcher mich auch noch gleichzeitig schockt. Ah Gott.
Okay, aber ihn habe ich auch geschockt. Au. Au. Okay, Anger. Angriff hoch. Sehr schön. Hier haben wir eine gebreakt. Und wir machen... Habe ich ihm nicht hier Plus gegeben? Habe ich das hier Plus dann vergessen, ihm zu geben? Verdammt. Okay, dann mache ich einfach einen normalen Airshot erstmal. Und heile mich jetzt dann. So, das macht wenigstens sehr guten Schaden. Ah, sein Superkonter ist ganz schön heftig. Der Superkonter ist echt heftig. Also da habe ich jetzt... Aha, nicht die Break Attack gemacht, egal. Au, au, au. Wie wär's mal mit Kontern, Raymond? So, ganz nebenbei. So. Break Attack. Jawohl. Und sogar eine Combo. So, der Konter tut natürlich weh, aber es geht. Ja, da kein Bonding, schade. So, weiter geht's. Break Attack. Und die Heilung. Für Garurumon zunächst. Okay, Konter. Jawohl. Wurde ja mal Zeit. Bats. Und eine Combo. Sehr gut. Das macht natürlich weiterhin den Konter, aber läuft eigentlich ganz gut der Kampf. Ich habe alles im Griff. Immer schön mit Patamon ein bisschen die Heilung machen. Und schon passt das. So, jetzt kann Patamon sogar selber noch ein bisschen angreifen. Konter. Jawohl, ja. Angriff wieder zurück auf normal. Schade. Aber das kann man ja wieder hochsetzen. So ist es nicht. So, wenn es nur ein bisschen Schaden ist, ist es ein bisschen was. Auch ein bisschen hilft. So, jetzt muss ich Garurumon dann nochmal heilen. Au. Das hat ganz schön weh, du. Was? Oh, sogar ein Airshot nochmal. Noch nicht ganz gereicht, aber fast. So, Mega Heal auf Garurumon. Funktionieren Bonding-Kombos eigentlich nur, wenn man selber angreift? Das wäre noch sehr interessant zu wissen. Oh, sehr schön. Sogar nochmal direkt gebreakt. So, jetzt habe ich auch nicht mehr genug Punkte. Aber wir haben ihn fast. Ah, oh, das wäre doch geil jetzt. Schaffst du es? Jawohl, Patamon beendet den Kampf. Ha! Sehr gut. Wunderbar. 1680 Erfahrung, schon wieder. Also genauso viel wie Elegmon. Ach Gott. So, Level 15 für Agumon und die anderen beiden steigen auch fast. Mega Heal Plus. Für alle. Sehr schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, sie haben sie aber auch so nicht geschafft. Glimmon war ein bisschen zu stark. Und dann sind Izzy und Mimi gekommen. So, und sie erzählen jetzt, was sie herausgefunden haben in der Ruine über das Digivice mit der heiligen Kraft.
Und Tai erinnert sich daran, was passiert ist damals mit Leomon auf dem Bett, beziehungsweise da halt, als er weggedriftet ist und Leomon ihn noch angegriffen hatte. Deswegen halten sie jetzt alle Digivices auf ihn drauf. Und durch die schwarzen Zahnräder aus ihm rausgetrieben werden. Ja, und Okumon hat eigentlich gar nichts getan, er rennt einfach nur weg. Auch gut. So, und Leomon hat endlich mal die Möglichkeit, auch ihnen ein bisschen was zu erklären über ihre Aufgabe, dass sie halt die Kinder der Legende sind und die Welt retten müssen. もっとの世界に戻れるかもしれないってことですよ。本当に？だな。そのためには暗黒の力の中心にいるデビモンを倒さなければならない。やろうみんな。奴を倒さなきゃ生き延びることはできないんだ。そうですね。それに僕たちには聖なるデバイスもあるし。 So, und auch Leomon wird an unserer Seite jetzt gegen Devimon kämpfen wollen. Und wir haben tatsächlich eine nächste Quest wieder. Noch keinen neuen Dungeon, aber eine nächste Nebenquest. Würde ich mal sagen, gehen wir die auch direkt mal an. Wen habe ich denn da zur Party jetzt zur Verfügung? Tentomon und Palmon. Dann würde ich sagen, nehme ich die beiden noch mit. Weil die vom Level her genauso gut sind. Und wir starten diese extra Episode. Wenn ich wahrscheinlich auch nicht übersetzt sein wird. Aber es gibt auf jeden Fall Probleme. Das verstehe ich. Taien da heißt irgendwie, ist irgendwie so ein Ausruf von wegen, es gibt Probleme oder irgendwie sowas in die Richtung. Patamon hat gerade gesagt, er soll sich beruhigen. Ich glaube, eines der Babys ist verschwunden. Oder nicht nur eins, sondern drei. Na gut, So, Tentomon. Ich werde euch jetzt nicht sonderlich viel ausrüsten. Also jetzt nichts Neues drauf, meine ich damit. Sondern ja, das, was ich jetzt noch irgendwie hier so habe. Und das muss dann halt irgendwie funktionieren. Ganz einfach. So, Palmons, du kriegst die Slow Attack mit. Den kriegst du noch mit. So, was Sinnvolles, anderes haben wir fast gar nicht mehr. Das kannst du noch kriegen. Das meine ich halt, wir haben gar nicht mal so viele gute Sachen eigentlich. Aber wir müssen irgendwie mit auskommen. Und ich habe halt auch keine Lust dann irgendwie immer zu wieder neu ausrüsten zu müssen, deswegen. Ich will halt, wie gesagt, auch noch nicht das ganze Zeug dann weghauen. Okay, aber ein bisschen kämpfen werde ich. Ist das ein normales Kuwagamon sogar nur? Da bin ich etwas enttäuscht. So, Auto-Heal. Okay, 100.
glaube, Autoheal ist eine richtig gute Fähigkeit auch noch. So. Schauen wir uns mal das Slow Attack an. Das wirklich funktioniert so gut. Ah, das hat schon mal geklappt auf jeden Fall. So, ich denke mal, das sollte alles funktionieren hier. Auch wenn das nicht ganz reicht. Nee. So ist doch so ein normales Quagamon keine Gefahr. Also das wurde, ist wahrscheinlich nur ein normales Quagamon. Für den Fall, dass man halt mit Patamon gegen kämpfen muss. In der vorherigen Geschichte. Das wäre dann nämlich etwas problematisch. So. Suchen wir nach den Kleinen. Vielleicht hier an der Schranke? Nee. Okay. Dann würde ich aber auch sagen, wir beenden dann jetzt hier den Part. Ich renne wahrscheinlich noch zum Speicherpunkt runter. Ich glaube, das sollte klar gehen. Und ja, dann suchen wir im nächsten Part weiter nach den Kleinen. Weil hier muss ich auf jeden Fall auch erstmal noch reingucken. Hallo. Verdammt. War es ein Ambush? Ja, natürlich. What? Hi. Ist halt ein bisschen viel. Irgendwie. Ja, hau mal bitte das Mushroom wenigstens weg. Schon mal einer weniger. Ach du Schande. So, Kabuterimon. So, beide angreifen. Man heilt sich ein bisschen selber, das ist gut. Und da ist mal genau dieselbe Sache. Erstmal beide angreifen. Sehr schön. So, Power Guillotine, Volcano Strike. Da können wir jetzt einen Mega Blast einfach machen. Das ist auch ein Airshot. Ah, schade. Ich habe ja auf eine Combo des Prickly Bang Bang gehofft. Aber das war's für ihn. Und das war auch guter Schaden da. So. Ja, okay, es funktioniert aber. War ein bisschen natürlich überraschend, dass dann auf einmal so viele kamen, aber im Endeffekt habe ich ja natürlich trotzdem nicht solche Probleme für solche Gegner. Bats. Wunderbar. Im Endeffekt bin ich stark genug für sowas. Beide Level 14. Und einen Ancient Fang bekommen. Gut. So. Ah, da haben wir sogar eins der Kleinen. Und wir bekommen einen Rank Up. Na gut, wie gesagt, aber zum Schwächerpunkt will ich jetzt schnell noch. Moin, lass mich in Ruhe. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir weiter nach den kleinen Digimon suchen. Also, bis dann.